sollst an jeden sein. Wie ich hab von neuem viel Gutes erfahren, wurde ich stets behütet in all den Jahren. Heute in diesem Video geht es um Vatertag. Wie findest du es so, ein Vater zu haben oder gehabt zu haben? Die Leute, die was leider Gottes keine gute Familie gehabt haben, aber ich habe einen guten Vater gehabt und der hat mir alles gelernt und gelehrt und war immer für mich da. Das war für mich sehr wichtig und deswegen schätze ich ihn im Himmel. Ich bin jetzt selber Papa von Fußballern, zwei Fußballern, zwei Talentierten und wir werden das mit einem guten Essen, mit einer kleinen Party. Und die sind immer sehr dankbar, weil ich auch so bin wie mein Vater. Ich habe ihnen immer geholfen und werde ihnen weiterhelfen, egal wie alt sie werden. Das ist schön zu hören. Und ja, ich finde, das war's. Dafür gerne. Warum gibt es kein Match heute? Wo bist du? Ich bin hier in Dynamo Helfertplatz. Heute ist kein Match wegen dem schlechten Wetter. Es hat zweimal geblitzt und deshalb haben die Trainer und Schiedsrichter entschieden, dass es kein Match gibt, weil das wäre sonst zu gefährlich für die Spieler. Es wird das Match wird nächste Woche oder so gespielt. Und ja, danke für die Interviews, Dynamo, aber ihr werdet leider verlieren und ja, dagegen werdet ihr nichts machen können, hoffentlich. Sehr. Danke für den Support und ciao. Hallo, ich bin Adnan, ich bin 15 Jahre alt. Wir sind Dynamo Helfer. Wir spielen heute gegen LAC Inter. Es regnet, es donnert, es blitzt. Ja. Wir werden gewinnen. Wir werden heute gewinnen. Dynamo Helfer. Allah ist der Grinch. Ja, und ich Allah, bin Grinch, hör auf! Wie ist das Wetter heute? Ja, das Wetter ist heute sehr scheiße. Es blitzt, es donnert. Man kann leider nicht spielen, es ist sehr rutschig. Ja, was soll ich sagen? Viel Glück, El Azinta. Welche Position spielst du heute? Ich spiele Stürmer heute. Glaubst du, schaffst du mit solchen Wetter, mit dem Rutschregen? Schaffst du mit solchen Wetter? Ich glaube nicht, weil es regnet und Ball rutscht. Ja. Das Reiz verlieren heute. Ja. Lore, sei nett zu deiner Mutter, sie macht alles für dich. Ja, ehrlich. Okay, bitteschön. Ich grüße meine Mutter heute. Ich bin Samet Aktaş, ich bin 16 Jahre alt, ich bin der Verteidiger, Außenverteidiger. Und ich bin mir sicher, dass wir das Match gewinnen werden. Hallo, ich bin Armin, ich bin eigentlich auf 14 Spieler. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir das Spiel heute gewinnen werden. Schau mal, bitteschön. Ich bin Almir, ich bin 15 und ich sage auch, wir gewinnen heute. Grüßen. Nein. Ich will. Und ich grüße Samet. Ja, ich bin Kapitän. Ich bin Wali, ich bin Kapitän dieser Mannschaft. Wir haben schon dreimal gegen den gewonnen und ich glaube daran, dass wir heute das vierte Mal gewinnen. Er ist der Beste in der ganzen Liga. Wir schaffen das heute. Ich habe ihn nie gehört, ich bin nochmal. Er ist der beste Torwart in der ganzen Liga, er ist der allerbeste. Er ist der beste Verteidiger in der ganzen Liga. Deine Meinung? Ich bin lieber der Torwart und ich finde das auch. Und ich will Felix neu begrüßen. Das ist der Modeller Hahn. Wie glaubst du mit die Sache Wetter? Du hast dich umgedreht. Ja, Wetter ist nicht so gut, aber wir spielen trotzdem. Egal. Rutsch oder keine Tore oder Tor? Viele Tore. Nächster. Trotzdem. Wir werden gewinnen. Wir haben dreimal schon gewonnen, Hallencup, Cup und Liga. Und jetzt werden wir nochmal gewinnen. Ich grüße Armel Hofgartner, zukünftiger Wiener Spieler, aber Legende vom Verein. Ich glaube, niemand gewinnt heute wegen Wetter. Schau, ich bin so rustig. Was meinst du? Ja, Blitz hat aufgehört schon mit Donner. Wir sind Kämpfer. Es ist nur Ring kann man spielen. Wir sind Kämpfer. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Wir sind Löwen, wir schaffen das. Wir sind Moslems. Haben wir gewonnen. Und ja, wie findet ihr so einen Vater zu haben? Also, ja, gut, also alle Liebe zum Vatertag, Papa, ich hab dich lieb und danke für alles, ne? Was du für mich machst. Danke. Mir den besten Start gegeben.
Wenn ich Fußball spiele, ja, ich mag meinen Vater. Hab dich lieb, mein Vater. Papa, schöne Grüße. Was willst du so morgen am Vatertag machen? Also ich habe ein Geschenk gekauft. Ich habe meinem Vater ein Geschenk gekauft. Ja, und ich hoffe, es freut. Er wird sich freuen. Ich hoffe, er wird sich freuen. Und ja. Ja. Danke für das Interview. Und ich wünsche dir einen schönen Vatertag. Alles Gute für Vatertag. Ich grüße meinen Vater. Schöne Grüße, Papa. Hab dich lieb. Da ist ein schöner Junge. Was machst du über heute? Also ich will noch spielen. Hoffentlich will ich noch spielen. Wir haben LAC dreimal demoliert. In Halle. Das ist egal. Spielst du positiv? Ich habe nur 6. Viel Glück an LAC und sehen wir uns nicht. Kannst du jemanden zugrüßen? Ja, euer Sohn. Was denkst du über die Route, alles? Glaubst du, du schießt ein Tor oder nicht? Ich ein Tor? Ich habe schon 3 Tore geschossen. Hoffentlich noch eins. Es rutscht, wir regen und so. Was denkst du? Schaffst du zum Laufen mit der Festung? Ja, geht's hier aus. Okay. Viel Glück. Tschüss. Danke, tschüss. Papa, ich liebe dich. Du hast immer alles für mich getan. ja, ich habe was gebastelt. Sehr cool. Und ja. Ich freue mich sehr auf den Vatertagmorgen und wünsche meinem Papa alles Gute zum Vatertag. Ich bin leider in Wien und nicht bei ihm in der Steiermark. Hier geht's gut. Ich bin eigentlich in Salzburg eigentlich. Ja, bin ich alles Gute, Papa. Und was uns eint, ist einfach, dass wir unseren Papa sehr, sehr gerne haben. Und alles Gute, auch wenn er mein Papa sein könnte, aber alles Gute, Hallo Leute, ja, es regnet sehr viel und deswegen ist das Spiel abgesagt. Ja. Und wir spielen nicht heute, nein. Alle Vatern, die sind nicht so richtig geschätzt von alle Kinder, alle Frauen, die sind irgendwie nachgelassen, aber am Montag ist es anders wahrscheinlich. Danke. Ich bin Vater von 3 Kindern, der Enkel, ich bin glücklich. Sei mein Gott bei euch an dieser Stelle.